Hallo und willkommen in Lyon, der Hauptstadt der Gastronomie. Begleiten Sie mich auf meiner Entdeckungstour. Wir stehen vor Les Halles Paul Bocuse, dem Treffpunkt der besten Köche. Bei mir steht Joseph Viola, der 2004 Meilleur Ouvrier de France wurde. Ich führe dich jetzt zum besten Käsestand aller Zeiten, dem legendären Mère Richard. Hier ein Saint-Marcellin, ein kleiner cremiger Kuhmilchkäse aus der Region, aus dem Département Isère, um genau zu sein. Er ist zu einer Spezialität des Hauses und der Stadt geworden. Wahnsinn! Da vorne ist Maurice Trollier. Da steht er. Auch er wurde ausgezeichnet. Die Meilleurs Ouvriers de France bilden eine große Familie. In Lyon gibt es sehr viele davon. Das ist ein großer Ansporn. Hier sind die Jésus. Das ist ein Jésus, siehst du? Die sind wunderbar. Innen drin ist diese berühmte Wurst. Die wird erst gekocht und dann mit einem Hefeteig ummantelt. Jetzt essen wir in meinem Restaurant bei Daniel und Denise. Und weißt du, was wir essen? Hechtknödel in Nantua-Soße. Hechtknödel sind die Spezialität in Lyon. Ich werde dir alle meine Geheimnisse verraten. Das ist ein Hechtknödel. Er besteht aus gemixtem Hechtfleisch, vermischt mit Butter und einer Panade, eine Art Brandteig. Man muss schon viel Hecht nehmen, damit es schmeckt. Sieh mal. Ist der nicht schön, mein Knödel? Wunderschön, toll gemacht. Jetzt kommen zuerst Krebsschwänze und Pilze in den Teller. So, und ich werde mich jetzt weiterbilden lassen. Ich gehe zum Atelier des Chefs. Los geht's. Okay, Schluss mit lustig. Machen wir es richtig. So? So, pressen Sie den Beutel ständig mit der rechten Hand. Ganz vorsichtig, oder? Ja, um die Erdbeeren unterzumischen. Jetzt kommt das Beste. Sehr schwierig. Ich höre mit der Schlemmerei gar nicht mehr auf. Lecker. Wir sind bei La Mère Brasier mit Mathieu Vianney, einem jungen Sternekoch, der uns seine Küche öffnet. Was bereiten Sie heute Abend Gutes vor? Gebratene Langustinen. Und Sie werden sie anbraten. Wow. Okay, und dann anbraten. Legen Sie sie flach in die Pfanne. Genau. Jetzt etwas geriebene Limettenschale drauf. Und da haben wir Fleischjus mit Passionsfruchtsaft. Schmeckt's? Köstlich. Wirklich? Sehr lecker. Gerade richtig angebraten. Danke Ihnen. Bitte? Das verdanken wir Ihnen. Absolut. Tschüss und bis bald auf voyagesncf.com.